Wir haben gesagt, in der Erzählung mit Titel Tonio Kröger lebt der Kontrast zwischen zwei verschiedenen Polen von unserem Leben, die Rationalität und die Irrationalität. Dieser Kontrast kommt schon von der Philosophie von Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche hatte zuerst gesagt, in den Menschen gibt es zwei Pole, und zwar der apollinische Geist, lo spirito apollineo, und zwar die Rationalität, der Fleiß, die Genauigkeit, die Pünktlichkeit, und der dionysische Geist, die Irrationalität, der Rausch, diciamo, der Wein, die Irrationalität. Diese beiden Polen sind beide da in den Menschenleben. Und diese Pole sieht man auch, wie gesagt, in dieser Erzählung. Tonio Krüger ist ein Junge. Er wurde in einer Er wird, besser gesagt, in einer bürgerlichen Familie geboren, einer Familie Borghese. Der Vater heißt, wie gesagt, Kröger. Kröger ist einer der wichtigsten Nachnamen von dem Bürger der Stadt Lübeck. Er ist also Bürger. Aber er möchte, er will die Werte der bürgerlichen Gesellschaft nicht akzeptieren. Dieses Nützlichkeitsdenken, questo pensiero del profitto, questo utilitarismo, akzeptiert er nicht. Als Künstler, er würde gerne in der Zukunft Künstler werden, akzeptiert er diese extreme Rationalität nicht. Er hat auch einen Geist in sich, der sich, wie gesagt, mit dieser wissenschaftlichen Weltanschauung schwer tut. Also, er würde gern in der Gesellschaft der Bürger akzeptiert werden, aber trotzdem versteht er, dass diese Gesellschaft nicht genug ist. Ne, er verliebt sich in einen Jungen, in Hans Hansen. Hans Hansen ist dagegen das Zeichen des Bürgertums, il simbolo della Borghesia. Hans Hansen, schon vom Namen her, ist ein Deutscher, ein Bürger. Blond, ganz groß, fleißig, rationell. Er hat kein Interesse, er zeigt kein Interesse für die Gefühle von Tonio und auch für die Interessen, für die Kulturinteressen von Tonio. Er interessiert sich nur für praktische Ziele, solo interessi pratici. Quindi er zeigt wirklich, er repräsentiert wirklich das Bürgertum von Lübeck. Dagegen Tonio ist fasziniert von dieser Figur, obwohl er, wie gesagt, die Werte des Bürgertums nicht akzeptieren kann, trotzdem würde er gern ein normaler Bürger sein. Und deshalb sagt Tonio, dass er in zwei Welten lebt, aber er fühlt sich in keiner von diesen beiden Welten daheim. Quindi Tonio vive in due mondi, ma in nessuno di questi due mondi si sente a casa. Sowohl in der Welt der Künstler, nel mondo degli artisti, als auch in der Welt der Bürger ist er nicht daheim, weil er Eigenschaften, Aspekte, Qualität, er hat Eigenschaften von der anderen Welt, von einer Welt und auch von der anderen Welt. Aus diesem Grund gibt es eine Zerrissenheit, c'è una frattura, una lacerazione im Leben von diesem Jungen. Wir lesen, wie gesagt, einen Abschnitt aus dieser Erzählung aus Tonio Kröger. Die beiden treffen sich nach der Schule, aber offensichtlich, evidentemente, hat Hans vergessen, dass er doch ein Treffen, eine Vereinbarung mit Tonio hatte. Er hat das einfach vergessen und daran leidet Tonio, eine Sofre. Quindi Tonio und Hans sprechen zusammen, aber Tonio versteht, dass die Sachen, die Interessen, die er hat, können also mit Hans nicht geteilt werden. Hans interessiert sich einfach nicht für Gefühl, für Kunst, für Geist. Er interessiert dagegen mehr für praktische Sachen. Und das ist so die ganze Tragödie von Tonio Kröger. Auch am Ende der Erzählung versteht er, dass dieses Gleichgewicht, questo equilibrio zwischen Kunst und Bürgertum kann man nicht bilden, non si può creare. Es wird immer so ein Kontrast zwischen Bürgertum und Künstlertum geben. Es gibt keine Möglichkeit, diese beiden Pole der menschlichen Existenz zu mischen, vielleicht auch
Man kann wirklich kein Gleichgewicht finden zwischen den beiden. Und das ist so die ganze Geschichte von dieser Erzählung. Die Tragödie, so wie von einem Jungen, der wirklich, wie gesagt, Kunst mit Bürgertum nicht vereinbaren und verbinden kann. Ja, zum Schluss habe ich doch vergessen zu ergänzen, dass natürlich auch ein Kontrast zwischen Norden und Süden in dieser Erzählung gibt. Wie gesagt, Tonio repräsentiert den Süden als Vorname, weil Tonio, wie gesagt, ein südlicher Vorname ist. Das kommt aus seiner Mutter, die aus Brasilien kam. Dagegen haben wir Krüger, wie gesagt, als Zeichen, als Symbol des Nordens. Ne? Aus diesem Grund lebt, wie gesagt, auch in den Vornamen und Nachnamen von Tonio Krüger der große Kontrast, wie gesagt, zwischen Rationalität und Irrationalität und zwischen Norden, und zwar Rationalität, Ordnung und Irrationalität, und zwar der Süden.